Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich ein Thema mit euch besprechen, was viele von euch interessiert, und zwar die Low-Carb-Ernährung. Ich bekomme immer wieder die Frage, also auch im Bekannten- und Freundeskreis und auch von Kunden und von Lesern, was ich denn von der Low-Carb-Ernährung halte und ob es sinnvoll ist, das mit Intervallfasten zu kombinieren, um schnell abzunehmen. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich nehme ein neues Video auf mit genau zu diesem Thema, um einfach meine Meinung und meine Erfahrungen da hier jetzt mit euch zu teilen. Ich bin Nicole Langer, ich bin Gesundheits- und Abnehmcoach und ich begleite seit vielen Jahren Frauen dabei, mit Intervallfasten abzunehmen. Und zwar gesund und nachhaltig, ohne Verzicht und ohne sich an irgendwelche strikte Regeln zu halten oder ein schlechtes Gewissen beim Essen haben zu müssen. Wenn du auch Interesse daran hast, dann hast du immer die Möglichkeit, dich bei meiner 7-Tage Intervallfasten-Abnehmen-Challenge anzumelden. Die ist kostenfrei, den Link dazu findest du unter dem Video. Da zeige ich dir innerhalb von 7 Tagen, worauf du bei Intervallfasten achten musst, wenn du mit Intervallfasten abnehmen möchtest und ja, was alles wichtig ist. Und wenn du sagst, ja, das klingt alles super, aber ich möchte jetzt ganz schnell und effektiv einfach loslegen und du bist mir sympathisch, dann hast du auch immer die Möglichkeit, dich für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir anzumelden. Dann schaue ich mir deine Situation an und kann dir einfach schnell und effektiv sagen, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass du dein Abnehmziel schnell und gesund erreichen kannst. Und jetzt legen wir aber erstmal los mit dem heutigen Thema, die Low-Carb-Ernährung. Und damit wir aber alle den gleichen Status quo haben, was das Thema Low-Carb überhaupt betrifft, weil es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Low-Carb einzuhalten, bedeutet für mich Low-Carb-Ernährung, dass du eben Kohlenhydrat reduziert isst, zugunsten von Proteinen und Fetten, was ja grundsätzlich überhaupt nicht schlecht ist. Denn Proteine und Fette erhöhen das Sättigungsgefühl und zügeln auch den Appetit, was ja sehr von Vorteil sein kann, wenn man abnehmen möchte. Und was auch ein Vorteil davon ist, wenn man die Kohlenhydrataufnahme reduziert, ist, dass man eben häufig die eher ungesunden Lebensmittel wie Pizza und Co. oder irgendwelche Gebäcke in dem Moment weglässt, was natürlich super gut für die Gesundheit ist. Zum einen für Blutfettwerte oder den HbA1-Wert, zum anderen aber auch fühlt man sich natürlich gleich viel, viel besser, wenn man die ungesunden Snacks, die sehr kohlenhydratlastig in den allermeisten Fällen sind, einfach weglässt. Und wenn man die Low-Carb-Ernährung nur so betrachtet, dann ist sie ja erstmal nicht negativ, ja, also, sondern hat eher Vorteile. Das, was ich aber in der Realität sehe, wenn Low-Carb gemacht wird, dann ist es so, dass man sehr krass auf alle möglichen Kohlenhydratquellen verzichtet und ein strikter Verzicht und strikte Regeln sind bei mir immer die Alarmkloppen an, weil es immer wieder in irgendeine Richtung, eine Diätrichtung gedrückt wird. Ja? Verzicht und strikte Regeln von Lebensmitteln kann auf Dauer nicht durchgehalten werden und ist auch nicht für jeden zu jeder Zeit wirklich sinnvoll. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ja, wir können ohne Kohlenhydrate überleben und auskommen, aber indem man anfängt, wirklich strikt den Verzicht zu leben, nur weil man gerade Low Carb macht, um abzunehmen, wird es auf Dauer nicht funktionieren und man wird auch nicht dauerhaft von diesem Abnehmerfolg profitieren. Und was ich auch ganz häufig erlebe, ist, dass es eben zu strikt gemacht wird und schon fast in eine Richtung ketogene Ernährung geht. Und auch beim Thema ketogene Ernährung hat es natürlich viele Vorteile, aber auch das, wenn es zu strikt und um auf Biegen und Brechen abnehmen zu müssen, gemacht wird, macht es eben auf Dauer keinen Sinn und macht auch keine Freude. Und es hat wirklich mit sehr viel Disziplin zu tun und ist auch nicht gut, wenn man vor allem vorab viele Diäten gemacht hat. Also rein im Abnehmkontext, um gesund und nachhaltig abzunehmen, machen Verzicht, strikte Regeln oder strikte Ernährungspläne meiner Meinung nach keinen Sinn, weil es langfristig nicht umsetzbar ist. Und das Resultat, was ich in dem Moment auch immer wieder sehe, sind Heißhungeranfälle. Ja? Wenn man sich über lange Zeit versucht zu regulieren und es wirklich auf Biegen und Brechen zu verzichten. Und wenn man es dann nicht schafft, dann immer dieses Gefühl, gescheitert zu sein. Ja? Und dann kommt man wieder in diese Diätkreisläufe rein, indem man sich abwertet, das Gefühl hat, es funktioniert nichts, man bekommt das nicht hin, man ist nicht diszipliniert genug und so weiter. Ja? Und deswegen bin ich kein Fan von der Low-Carb-Ernährung. Nicht, weil es nicht sinnvoll ist, wenn man sich das ganz oberflächlich betrachtet. Wie gesagt, macht das auf gesundheitlicher Ebene Sinn.
aber weil es meistens zu krass und zu intensiv umgesetzt wird. Und das kann ich nicht nur auf Low Carb beziehen, sondern es ist meiner Meinung nach eben, gilt das für alle Ernährungsregeln. Alle Ernährungsformen, in denen man einen Hut aufsetzt. Wir zählen jetzt Kalorien, wir zählen Punkte, wir machen Low Fat, wir machen Low Carb. Ich bin jetzt vegan, ich mache jetzt vegetarisch, ich mache jetzt Keto-Ernährung. Was auch immer, welchen Hut du auch immer der Ernährung aufsetzen möchtest, was du jetzt gerade tun möchtest, um abzunehmen. Es macht keinen Sinn, sich ausschließlich diesen Hut aufzusetzen und das dann komplett durchzuziehen, weil es, also all diese Punkte, egal ob Low Carb oder all die anderen Ernährungsregeln, haben eine Sache gemeinsam. Sie drängen dich immer mehr in eine Richtung und du kommst weg von den Bedürfnissen deines Körpers. Und wir alle sind individuell. Egal welches Alter, welches Geschlecht, in welcher Situation wir uns befinden, also ob wir gerade kleine Kinder haben oder in Rente sind oder ob wir gerade mega viel Stress auf Arbeit haben oder eher alles gerade entspannt ist, weil alles gerade gut läuft. Jeder hat eine andere individuelle Herausforderung oder individuelle Alltagssituation. Und dann kann dieser Ernährungshut, den wir uns aufsetzen, ich mache jetzt Low Carb, ich mache jetzt Keto, ich mache jetzt Kalorienzählen, kann halt nicht für jeden individuell immer funktionieren, weil jeder Körper in jeder Ausgangssituation andere Bedürfnisse hat. Und indem wir uns diesen Hut aufsetzen, ich mache jetzt das, das oder das, können wir nicht nach den Bedürfnissen unseres Körpers handeln. Und das ist aber das, was unser Körper braucht, damit er für diese Situation wirklich fit und gestärkt da sein kann. Und das kann in gewissen Situationen auch mal Kohlenhydrate sein. Wie gesagt, Low Carb ist sinnvoll, wenn wir uns einfach nur oberflächlich betrachten, dass dadurch eben weniger ungesunde Sachen gegessen werden und so weiter, ja. Aber in dem Kontext, dass man es eben zu krass macht und zu doll darauf achtet, finde ich es kontraproduktiv, vor allem was das Thema Abnehmen angeht. In meiner Arbeit mit über 70.000 Menschen bin ich bisher immer sehr gut gefahren, wenn wir auf Balance geachtet haben. Balance ist der Schlüssel in allem. Ja? Es gibt immer beide Seiten. Es gibt immer gut und schlecht. Es gibt immer hoch und niedrig, vorne und hinten. Es gibt immer zwei Seiten. Und keine Seite ist die richtige. Die Mitte, ja, ist immer das Ziel. Balance ist immer wichtig in allen Sachen, auch wenn wir uns über Ernährungsregeln unterhalten. Ja? Also super gerne, probier Low Carb mal aus, alleine nur schon, um mal ein paar andere Rezepte auszuprobieren, zu gucken, wie reagiert dein Körper. Aber setz dir nicht diesen Hut auf und sag, ich mache jetzt Low Carb, um abnehmen zu können. Ja? Oder ich mache jetzt Low Carb, um mein Intervallfasten noch mehr zu pushen. Ja? Also versuch dich wirklich im Einklang mit deinem Körper, in deinem Alltag so zu ernähren, dass du immer satt bist, dass du immer zufrieden bist. Und halte Essenspausen, beweg dich ausreichend, sorg für guten Schlaf und du wirst gesund und nachhaltig abnehmen können. Wie du das machen kannst, worauf du achten kannst, melde dich gerne zu meiner 7 Tage kostenlosen Intervallfasten-Abnehm-Challenge an. Da schauen wir uns all diese Sachen ganz genau an, worauf es ankommt, wenn du gesund und nachhaltig abnehmen möchtest mit Intervallfasten. Und ich kann dir immer nur sagen, die Mitte, die goldene Mitte ist meiner Meinung nach das, worauf wir uns fokussieren sollten. Und alle Extreme, egal in welcher Seite, rechts oder links, sind nie auf Dauer wirklich umsetzbar. Auch wenn jedes immer mal seine Vorteile hat und auch Nachteile hat, aber es muss ja auch für Dauer funktionieren und da ist Flexibilität und Balance einfach das, worauf es ankommt im Leben. Nicht nur beim Abnehmen, aber beim Abnehmen vor allem auch. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ich dich kennenlernen kann. Nutz die Möglichkeiten, entweder über die 7-Tage-Challenge oder über das kostenfreie Erstgespräch. Ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen kann. Bis dahin, deine Nicole.